Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Vigiles Lukis. So, ich erhielt den Tipp vom Entwickler, ich solle doch mal den Teddybären anwenden. Da bin ich aber mal gespannt, was dann passiert. Hör auf zu knuddeln! Sei mutig! Ach so, der redet. Süß, okay, verstehe. Was ist denn mit dem Energy Drink? Okay, wir trinken den einfach mal. Oh yeah, das ist nett. Okay. Kann ich den auch hier benutzen? Nee, das geht leider nicht. Okay. Wollte ich nur mal ausprobieren. Hätte ja sein können. Ach, wartet mal. Ach ja, ist ein Almanach. Genau, wartet. Dann schauen wir da jetzt mal rein. Die Einführung. De cultis ineffabilibus von Friedrich Wilhelm von Jundt. Auf meiner Suche nach der Wahrheit habe ich das Unaussprechliche bezeugt. In unzähligen Visionen haben Wesen aller Art meinen Körper und meine Seele ohne Rücksicht gefoltert oder gequält. Diese schrecklichen Kreaturen, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, weil das natürlich einem Almanach entsprechend ein bisschen hochgestochen formuliert ist. Aber ich versuche es jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, damit es auch nicht so lange dauert mit der Übersetzung. Okay, auf jeden Fall sind schreckliche Kreaturen und ich bin so angeschlagen, mein Bewusstsein, mein Kopf, dass das Kompendium wohl nicht beendet werden kann. Genau, aber ich habe Angst davor, dass auch jemand anderes darunter leiden könnte, unter demselben Schicksal, das ich habe. Deswegen arbeite ich weiter. Informationen über Wesen? Meinst du Monster? Wie könnte das relevant sein? Okay, dann schaue ich mal. Nachtmar, der Corporal Nightmare. Wow, was zur... Der Nachtmar wurde als erstes erwähnt von Adolf von Stattenhauser. Ein Psychiater, der den König Ludwig II. Von Bayern behandelt hatte, der dann später Selbstmord begangen hatte. Stattenhauer hat immer behauptet, Ludwig II. Wäre nicht psychisch krank gewesen, sondern wurde tatsächlich von einem dämonenartigen Albtraum verfolgt. Auf meiner Suche nach einem jahrhundertealten Kult wurde ich von schrecklichen Visionen geplagt, von diesem Horror, also ich nehme an, von dieser Kreatur. Und das führte zu Hypnophobia. Wahrscheinlich, dass man nicht schlafen kann? Weiß ich gar nicht. Schrecklicher Kult? Ah, okay. Nee, dass man in so eine Art komischen Schlafzustand scheinbar verfällt. Weil hier steht, der Verlust des Bewusstseins und nicht in der Lage zu sein, Traum von Realität unterscheiden zu können. Das führte mich letztendlich in eine Psychiatrie. Ich werde niemals vergessen, diese schrecklichen Geräusche, die das dämonische Biest von sich gab, als es mich verfolgte. Überall waren Innereien und Fleisch, das herumlag. Und das alles führte mich scheinbar in meine tiefsten Ängste. Wie Stattenhauer damals schon sagte, frisst dieses Wesen Ängste seines Opfers, bis es dazu gezwungen ist, sein eigenes Leben zu beenden, um sich von dieser Qual zu befreien, also das Opfer. Dieses Ding war in meinem Traum, da bin ich mir sicher. Du Armer, ey. Goblins. Ist das nicht... Ach ja, das ist dieses kleine Wesen. Auch, genau, im Traum. Eine kleine Kreatur. Sie versuchen, Menschen zu nerven. Und auch Tiere und andere Wesen. Es gab viele Beschreibungen von ihnen im Laufe der Geschichte. Einige sagen sogar, dass sie den Leprechauns ähnlich wären. Was ihre Ursprünge anbelangt, gibt es eine dokumentierte Version aus Frankreich im Mittelalter. Und da erschienen die Goblins wohl das erste Mal durch ein Loch im Boden. Und dieses Loch befand sich wohl irgendwo in den Pyrenäen. Das würde aber dann nicht ganz passen, weil es eigentlich schon noch ältere Erwähnungen in Indien gibt. Ein Loch in der Erde? In der indischen Mythologie waren die Ganas die Diener von Shiva, eine der Hauptgöttinnen des Hinduismus. Jene, die sich den schrecklichen Goblins stellen mussten, wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
Oder sie nahmen teil an unaussprechlichen Kulten. Man behauptete, dass nur Helden sich ihnen annähern könnten. Ja, genau, also Helden, die keine Ängste hatten quasi, die alle Gefühle hinten anstellen konnten. Okay, und die Ganas haben irgendwie Shiva wohl gedient. Die waren in meinen Träumen, da bin ich mir sicher. Goblins waren normalerweise keine große Gefahr für Menschen, aber es geschah manchmal, dass sie kleine Kinder folterten und töten. Na, dann sind sie aber schon eine Gefahr. Das lag vermutlich daran, dass sie als nicht besonders mutig bekannt sind und auch nicht als stark genug, um irgendetwas Größeres zu foltern als sie selbst. Okay, das ergibt dann auf jeden Fall Sinn mit dem Traum oder was auch immer da unten in dem Keller geschah. Also, dass er tatsächlich Opfer von diesen Goblins wurde. Hast du hineingeschaut? Das habe ich. Aber ich weiß immer noch nicht, was du mir damit sagen willst. Und ich glaube, das weißt du sehr wohl. Was? Dass Monster existieren? Dass mein Vater Rituale durchführt, um Dämonen und sowas herbeizubeschwören? Sowas in der Art. Ich weiß, es hört sich albern an. Ja. Ja, das tut es. Aber du warst doch hier in der Nähe. Dir muss doch aufgefallen sein, dass die Dinge nicht gerade normal verlaufen, richtig? Ich weiß nicht. Das ist doch einfach viel zu verrückt, um real zu sein. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir vorerst zum Haus zurückkehren. Weißt du, wie wir dorthin zurückgelangen können, ohne uns zu verlaufen? Ja, ich kann euch dabei helfen, aber... War das Sima? Ich werde mal nachschauen. Warte, was denn? Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Und normalerweise trügt mich mein Gefühl nicht. Na, wird schon gehen. Ich komme gleich wieder. Oh nein. Komm her, Kitty Kitty. Oh nein. Was zur Hölle? Ist das... Das ist so ekelerregend. Ich glaube, ich werde... Ist das Sima? Ich kann es nicht mal erkennen. Was soll ich Mija nur sagen? Das Blut ist überall. Und der Geruch. Nesfate? Was ist geschehen? Ist alles in Ordnung? Shit, Mija. Nein, 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 nein. Ah, da bist du ja. Was ist los? Mija, geh zurück in den Keller. Was? Wieso? Vertrau mir einfach. Geh jetzt. Los. Okay. Was war das? Hallo? Zurück in den Keller, jetzt! Was ist los? Oh, dein Gefühl lag richtig. Das ist ja cool. Da oben ist etwas. Und es macht super gruselige Geräusche. Scheiße. Wir müssen hier raus, jetzt. Ist es versperrt? Da ist kein Schlüsselloch. Vielleicht kann irgendein Mechanismus es öffnen. Dann sollten wir diesen Mechanismus besser finden, schnell. Okay, wartet, ich speichere nur ganz schnell. Nicht, dass irgendwie das unter Zeitdruck ist. Okay. Ah! Hast du was gefunden? Wir müssen etwas finden. Wir finden einen Hebel oder einen Schalter. Wonach suchen wir? Ich frage mich, warum das kaputt ist. Es scheint auch nicht mit irgendwas gefüllt worden zu sein. Also der Eimer ist vollständig trocken. Sorry, ich versuche mich nur gerade zu beeilen, deswegen. Das ist ein Tagebuch. Wow, 3 Jahre sind vergangen seit dem letzten Eintrag. Oh nein, jetzt lese ich auch noch sowas. Na egal, ich habe ja gespeichert. Pastor Farstein wird immer seltsamer in letzter Zeit. Er möchte, dass alles symmetrisch ist und ausbalanciert. Ich habe sogar die Aufgabe erhalten, die Weinflaschen so anzuordnen, dass sie des Gewichts nach angeordnet sind. Das könnte ein Hinweis sein. Wartet mal. Okay, da sind Weinflaschen drin. Dornfelder, Gamay und ein Chianti. Warte. Irgendetwas hält sie an ihrem Platz fest. Ich kann die Flaschen überhaupt nicht bewegen. Verschiedene Weine. What? Sekunde. Aha. Ich verstehe das, glaube ich, aber ich verstehe gerade nicht... Wartet. Hier geht das nicht, okay. Wir sollten lieber nach diesem Mechanismus suchen. Dornfelder, Gamay und ein Chianti.
Ja, sind die aber dazwischen geordnet? Ich verstehe jetzt nicht so ganz genau, wo die stehen. Wisst ihr, was ich meine? Wartet mal. Ich schreibe mir das mal eben auf. 04, 04 und 1,2. Okay. Oh nein, es wird rot. Dann mache ich hier mal 1 Liter hin. Und hier ein 03. Ich verstehe das gerade nicht. Ist das jetzt hier anders oder wie? Dornfelder, Dornfelder, Chianti. Was ist jetzt? Ach, die kann ich alle nehmen oder wie? Oder kann ich immer nur einen nehmen? Das verstehe ich gerade nicht. Habe ich jetzt einen im Inventar oder was? Okay, Pink. Besser trinken, während er noch jung ist. Okay. Den Merlot? Den habe ich jetzt auch da. Und den Spätburgunder? Jetzt ist der weg. Ach so, ich kann ihn reintun oder raustun. Und das geht aber immer nur mit einem, oder wie? Okay. Ich muss nur kurz nachdenken, ja? Okay, jetzt verstehe ich es, glaube ich, langsam. Wartet. Die kann ich ja nicht nehmen. Muss ich die... Ich habe gerade echt ein Problem. 040412. Es ist schon aufwärtsgehend, aber... Merlot. Den Cabernet Sauvignon. Place. Ich glaube, so ist das hier nicht. Ich werde mal... den mit dazulegen. 030312. Und dann versuche ich mal... Welche habe ich dann jetzt hier? 050710. Also entweder fehlen mir hier noch Weine oder ich habe es doch noch nicht ganz kapiert. 030312. 050710. Ist hier irgendwo noch was? Gleich werden wir sterben. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe sowieso noch nicht kapiert, wie das Rätsel funktioniert. Also können wir es auch noch mal von vorne anfangen. Ist nicht so schlimm. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwo einen Wein finde. Vielleicht fehlt uns einer der Weine. Es ist ziemlich gruselig, wie das immer roter wird. Ja, also ich habe wirklich nur diese Weine hier zur Verfügung, okay? Mehr geht nicht. Okay. Don 0404 12. Ich kann die überhaupt nicht bewegen. Aber ich kann die auch nicht reinlegen, oder? Ich nehme mal kurz den Merlot mit. Kann ich hier was reinlegen oder? Nee, gar nichts. Okay. Tja, keine Ahnung. Was ist hier denn nochmal? Nehme ich halt doch nochmal einen 03er. Und leg den hier rein und nehme hier nochmal den 05er. Oh, was war das? Oh mein Gott, die Tür ist auf. Komm schon, lass uns hier rausgehen. Ja, bitte. Das Harte, kommst du bitte bald? Ja, ich will, aber wir müssen gehen. Wartet, Mädchen. Oh Gott, war das knapp. Das war bestimmt mega knapp gewesen. Ist ja geil. Nesfate, was tust du da? Wir müssen uns beeilen. Das ist doch kein Spiel. Sind wir wirklich in Gefahr? Komm schon, lass uns gehen. Was? Ach, du heilige Scheiße. Was ist das? Rennt! Ich, Nesfate, beeil dich! Ich muss rennen! Oh, der ist schnell. Oh mein Gott, ist er schnell! Oh mein Gott, ist er schnell! Oh mein Gott, ich lebe noch! Wieso lebe ich überhaupt noch? Nein! Ein Wunder, dass ich
lange überlebt habe. Das ist echt krass. Okay, los. Unglaublich. So. Na. Bestimmt bin ich diesmal nicht so gut wie letztes Mal. Das ist voll häufig so. Beim ersten Mal kriegt man das aus Versehen alles gut hin und dann... Boah, so schnell, ey. Das gibt's doch nicht. Der ist unrealistisch schnell. Das ist voll unfair. Komm schon. Ja. Das sieht doch gut aus. Wo ist er? Bitte, Nespate, du musst es schaffen. Alice, was war das für ein Ding? Ich weiß es nicht. Zumindest noch nicht. Nespate, Gott sei Dank bist du hier. Willkommen zurück, Nespate Verbeek. Was zur Hölle war das? Ich glaube, es hat aufgehört, mich zu verfolgen. Aber ich habe keine Ahnung, wieso. Ja, ist doch egal. Ich bin... nee, sie muss das ein bisschen höher sein. Ist doch egal. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Sekunde, ich muss mal einen ganz kurzen Cut setzen. So, da bin ich wieder. Ein wichtiger Anruf, da musste ich leider rangehen. Ja, und ich bin einfach nur froh, dass du es geschafft hast. Diese Kreatur folgte mir, um ehrlich zu sein. Ist das dieses Ding, das dich verletzt hat? Nein, das wurde von etwas anderem gemacht. Also, Monster sind real? Ja, solange du mir nicht das Gegenteil beweisen kannst, sah das doch ziemlich wie ein Monster für mich aus. Oh Mann, für mich sah es aus wie ein nackter Psychopath. Du hast die Geräusche gehört, oder? Und haben wir irgendeine Ahnung, wo wir uns befinden? Ich kann es dir sagen. Oh. Folg mir. Ah, das ist bestimmt der Vater. Der Kopf sieht schon aus wie von so einem alten Mann, die Form. Wer war das? Lasst es uns herausfinden. Alice, was tust du da? Warte. Oh, Leute. Müsst ihr denn alle wegrennen? Ja. Mädchen? Okay, wartet. Ich speichere aber nochmal. Ach, es geht nicht. Okay. Was ist das denn? Keine Ahnung. Oh. So. Guten Tag. Hi. Wer sind Sie? Mein Name ist nicht wichtig. Tschö, für mich schon, Alter. Boah, Alice. Spuck's aus. Unangenehmes oder unangebrachtes Verhalten wird euch nicht weit bringen, Mädchen. Aber ihr könnt mich gerne als Humbert Cumberdale ihr könnt mich gerne... Oh mein Gott. Hubert Cumberdale nennen, wenn ihr müsst. Cumberdale? Ist das jemand, nach dem du gesucht hattest? Nein, ich kenne diesen Namen nicht. Du meintest, du wüsstest, wo wir sind. Ja, das tue ich. Dann könntest du uns bitte aufklären, Mr. Cumberdale? Ihr steht vor einer kleinen Stadt. Und das ist das Tor, das ins Zentrum führt. Eine Stadt? Hier? Ich war einst Mitglied dieser Community, bis die Bewohner verrückt wurden auf den Straßen. Von welcher Stadt reden Sie denn da? Und ich habe auch nie von einer Stadt in dieser Gegend gehört, vor allem mitten im Wald. Der Hass oder die Wut der Leute zwang mich und meine Familie so schnell wie möglich zu fliehen. Ihre Familie? Wo sind sie? Meine Frau wurde Opfer des Mobs, während wir versuchten zu fliehen. Und meine Tochter wurde gefangen genommen. Gefangen genommen? Ihr wurde nicht erlaubt zu gehen. Und sie haben sie hier zurückgelassen? Mein Bein war verletzt und ich bin nun in meiner, ja, Beweglichkeit stark eingeschränkt. Schon alleine der Wald wäre eine große Herausforderung für mich gewesen. Zurückzukehren an diesen Ort, dafür braucht man schon ein bisschen mehr als gesunde Beine. Was werden wir tun? Cumberdale. Ja? Kennen Sie jemanden namens Gerhard Verbeek? Verbeek? Oh ja, diesen Namen kenne ich sehr gut. Ich wusste es. Sie kennen meinen Vater? Ihren Vater? Interessant. Was ist so interessant? Es scheint, das Schicksal hat sie hierher geführt, Junge. Wenn Sie wünschen, kann ich das Tor nach Corkstein für Sie öffnen. Und in dieser Stadt werden wir Gerhard Verbeek finden? Sie werden viel mehr finden als einfach nur dieses Individuum. Wieso war das Tor überhaupt versperrt?
Ich habe es versperrt, um sie dort drin gefangen zu halten. Sie? Ihr müsst euch keine Sorgen machen, sie sind nun fort. Und falls ihr meine Tochter seht, bitte, helft ihr. Leute, auf ein Wort. Was sollen wir tun? Zurückzukehren ist keine Option, zumindest für mich nicht. Ich bin nicht durch das ganze Land gereist, um hierher zu kommen und dann wieder zu gehen, ohne bis an den Grund dieser ganzen Kultsache hier gelangt zu sein. Gerhard Werbeek ist da drin. Ich habe noch niemals nicht von Karkstein gehört. Wenn mein Vater dort drin ist, will ich es herausfinden und ihn finden. Will ich versuchen, ihn zu finden. Denkst du, es könnte in der Stadt ein Hotel geben? Versucht nicht, in das Haus zurückzukehren. Glaubt mir, ihr würdet nicht rechtzeitig dort sein. Was? Wieso nicht? Was meinst du mit rechtzeitig? Der Wald selbst ist sehr luxuriant geworden? Was heißt das? Muss ich mal kurz nachlugen, wollte ich gerade sagen. Luxuriant. Das ist ja mal ein interessantes Wort. Ich bezweifle, dass es luxuriös ist. Das würde nämlich nicht viel Sinn ergeben, nicht wahr? Luxuriant. Üppig. Ah, okay, wahrscheinlich sehr dicht geworden, ne? Ah, okay. Das Sonnenlicht gelangt kaum noch durch die Baumwipfel. Wahrscheinlich bräuchtet ihr einige Stunden, um zurückzukehren, aber die Sonne wird schon untergegangen sein, bevor ihr das Haus erreicht habt. Wir kennen den Weg sowieso nicht. Wir würden nur verloren gehen und dann wären wir wieder bei dieser komischen Kapelle. Ich will nicht zurück. Dieses Ding könnte uns wieder verfolgen. Warum kommt ihr dann nicht mit mir nach Karkstein? Haben wir nicht das gleiche Ziel? Mein Vater finden? Exakt. Dad finden. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Sie sind nun fort. Ach so, das ist nochmal das Gleiche. Das ist ein Grabstein. Ich kann aber nicht lesen, was dort steht. Ja gut, dann gehen wir wohl rein, ne? Würde ich sagen. Da ist es. Oh, da ist noch ein Zettel. Was ist das? Oh, das ist eine der fehlenden Seiten aus dem Almanach. Oh, krass. Aber ich komme leider gerade nicht ins Menü. Also gehe ich erstmal rein. Was ist das? Was ist mit dem? Sieht aus wie ein Skelett. Da Wesen. Das ist ja nicht so gut. Karkstein. Wieso habe ich nie von dieser Stadt gehört? Hattest du nicht Probleme damit, dich an deine Vergangenheit zu erinnern? Du hast recht, Alice. Aber ich habe auch nie davon gehört. Und ich habe nicht weit weg gewohnt. Ist das so? Wir sollten zunächst einen Ort finden, an dem wir uns ausruhen können. Da stimme ich zu. Ohne Ziel umherzuwandern, das wird uns nichts bringen. Dieser Tunnel ist ganz schön lang. Führt das durch einen Berg durch? Von außen habe ich keinen Berg gesehen. Nesfate? Wieso hast du angehalten? Ich weiß nicht. Ich habe dieses komische Gefühl, als ob etwas Gigantisches geschehen wird. Es wird etwas geschehen. Dieser Hubert Cumberdale hat uns nichts Richtiges erzählt. Er schien eher artifiziell, künstlich. Eigentlich suchte ich nach Phony. Sekunde, das weiß ich nicht, was das heißt. Wahrscheinlich seltsam oder so. Aufgesetzt, künstlich, genau. Aber sowas meinte ich, ja. Naja, die Situation selbst war schon ungemütlich genug. Könnten wir jetzt versuchen, einen sicheren Ort zu finden? Klar. Lasst uns gehen. Akt 2. Karkstein's Predicament. Was ist Predikament? Heute muss ich aber viel nachgucken. Predikament. Jetzt durften wir gar nicht mehr die Seite uns anschauen. Aber wir haben sie immerhin eingesammelt. Das ist doch ganz gut. Danke, dass du Akt 1 von Vigiles Lucis gespielt hast. Genau. Du solltest natürlich deinen Speicherstand aufheben. Wir würden gerne deine Meinung hören. Wenn du ein Let's Play gemacht hast? Genau, dann habe ich das natürlich erzählt. Beziehungsweise Bescheid gesagt. Updates, super. Gibt es dann Credits hier überhaupt?
Oder erst im nächsten Teil? Ah, erst im, beziehungsweise wahrscheinlich im finalen Teil. Ja, auf jeden Fall hat mir der Akt 1 von Figiles Lucis sehr gut gefallen. Ich finde, es hat eine sehr spannende Story aufgebaut. Und ich bin jetzt vor allem gespannt, weil Predicament, habe ich eben nachgeschlagen, heißt Notlage. Oh mein Gott, das heißt, es wird einiges abgehen jetzt, wenn wir in dieser komischen Stadt sind. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr detailreich. Ich fand, es wurde super viel Liebe in die Dialoge gelegt, in das Mapping, in extra Illustrationen. Also das war schon richtig toll gelungen. Ich glaube, ich wüsste jetzt gar nichts, was ich groß zu kritisieren hätte. Also da fällt mir jedenfalls gerade nichts ein. Vielleicht könnte ein ganz klein bisschen noch ein paar Rätsel mehr. Aber ich meine, das war jetzt halt auch nur ein Akt, ne? Da kann man ja jetzt auch keine 15 Rätsel erwarten. Von daher war das schon okay. Doch, doch, ich fand das alles gut so. Und genau, also so langsam brauche ich aber auch mal hier ein paar Antworten, ne? Es werden nur Fragen aufgeworfen. Ich hoffe, dass dann auch in Akt 2 auf einiges davon Antworten kommen werden, weil man wird ja schon neugierig, ne, was da eigentlich los ist. Also mal schauen. Na gut, ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall auf Akt 2. Ich danke den Entwicklern für das tolle Spiel und auch für die Empfehlung, dass sie Bescheid gesagt haben. Sonst hätte ich das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es das Spiel gibt. Von daher vielen Dank erstmal und dann sehen wir uns auf jeden Fall in Akt 2 von Figiles Lucis wieder. Also dann bis dann. Ciao, ciao.